Hallo und herzlich willkommen, liebe Rätseljeros. Und ja, es ist mal wieder soweit. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Ein Kreuzworträtsel, richtig, ganz genau. So, und jetzt müssen wir nur noch rausfinden, was haben wir denn da so für schöne Lösungen für dieses Rätsel. Hausflur, war das nicht der Ern? Das war der Ern, ja. Wärmespender. Passt nicht, schade. Fluss durch Berlin, da fließt zum Beispiel die Spree durch. Marshallplan, na, bin ich mir noch nicht sicher, aber hier ist wahrscheinlich ein M. So, was haben wir sowieso? Sowieso. Machen wir erstmal ein Wicht. Ist das ein Gnom? Ein Wicht ist ein Gnom. Okay, ein Gauner ist ein... Wissen wir noch nicht. Defekt ist kaputt. Kaputt. Ja, Krieger ist ein nicht Ritter. Gebirgseinschnitt ist ein Tal. So, Judo-Kämpfer ist ein Udo. Udo macht Judo. Natürlich, es ist Udo, der Judo macht. Nein, abstoßend finden. Ekeln. Damit kenne ich mich aus. Leute ekeln sich auch immer ständig vor mir. Vermutlich, keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Nein, weiß ich nicht. Taktmaß. Messebetreuerin. Hostess. Oder so. Parkstraße. Mal gucken, ob das auch eine Allee ist. Ist es. E. Und dann kommt wirklich Hostess da rein. Ja. Bestimmung ist mein Los. Na dann mal los. Kraftfahrzeug. Abkürzung. Bus. Ja. Die Abkürzung für Kraftfahrzeug ist BUS. Das B steht für Kraft, das U steht für Fahr und das S steht für Zeug. Wie wir alle wissen. Asiatische Großmacht. Ist dann wohl Japan. Ah, leider nicht Japan. Was gibt's denn dann noch so? Taiwan passt nicht. Ah, oh, schade. Umgangssprachlich Unsinn. Ja, kommen wir später drauf. Gefüllte Mais-Tortilla ist ein Taco. Ausflug ist... Ja. Haustier ist erstmal zum Beispiel ein Hund. Duftwasser. Abkürzung. Eau de Toilette. So. Geist. Spirit. Aha. Aha. Basel. Huch. So. Eine Nixe ist es nicht. Nime. Nine. Niebe. Nietzsche, nice. Nile, Nike. Nike ist eine griechische Göttin. Wusste ich das schon mal? Keine Ahnung. So, amerikanischer Polizeichef. Ist natürlich irgendwas. Mal gucken. Einstellmarke für Fernrohre. Oh, weia. Erstmal der Wärmespender aus der Ofen. Dann ist das hier der Sheriff. Ja. Dann ist der Krieger ein Kämpfer. Jo. Taktmaß ist das Tempo. ERP ist der Marshallplan. Der heißt bestimmt eigentlich noch anders. Aber fällt mir jetzt gerade auch leider nicht ein. So eine Fliese ist auch eine Kachel. Kachel ist das. Ich dachte zuerst tatsächlich an das englische Wort Tile, was dazu gehört. Und da dachte ich mir, wie hieß denn das noch im Deutschen? Ah ja, Kachel. Zauberkraft, Magie, Hokuspokus. Fast wäre ja beinahe, passt aber auch nicht. Teichblume. Ist die Seerose, echt jetzt? Aber dann ist das doch eigentlich eine Teichrose. Naja, was soll's.
Göttin der Ernte. Oha. Botanisch Ahorn. Acer war das. Bester englischer Artikel. Nein, bestimmter. So, nahezu ist das dann nicht beinahe, sondern nahezu. Dann ist das hier Stuss. O's, O's der Hase. Oh. Ochs, Eu. Os, nee. Oas, Ös. Was habe ich denn? Ops. Ups. Fremdwortvorteil vorher. Prä. Intrige ist Ränke. Wissen wir doch noch. Das hier ist der Lump. Französischer Mehrzahlartikel. Le, lö, nö. So, da haben wir hier eine Akte und Mana ist die Zauberkraft, das wissen wir doch. Ausflug ist eine Tour und damit haben wir auch dieses Rätsel schon geschafft. Ja, wieder so 6:30, nicht schlecht, nicht schlecht. Eine Broschüre ist, ja, genau, ist auch eine Akte, nein. Trödel passt hier nicht rein. Segelstange ist, ich glaube, das war das gewesen. Ich bin mir aber nicht sicher. Also das weiß ich. Den Denkapparat, den kriege ich hin. So. Gälische Sprache. Ja. Innen. Innen, innen, was ist das? Was ist innen? Ach, Mann. Amerikanische Stadt, könnte New York sein. Alter Städtebund ist die Hanse. Und dann ist das New York. Jop. Potpourri, wenn ich denn auch wüsste, was ein Potpourri ist. Das ist erstmal rar. Das ist eine ukrainische Hafenstadt. Schön, schön. Dann weiß ich aber, was das hier ist. Das ist ein E. Ein Idol, ach Gott. Disney Bärenkind. Mal überlegen, was gibt's für ein Bärenkind? Muss ich weiter überlegen. Herd einer Schmiede ist die Esse gewesen. Also ist das. Oh, ist das wieder Eon oder Ära? Wir kennen das ja, das war. War so richtig doof. Aber AE, damit fängt es auf jeden Fall an. Vorschrift ist eine Regel, ist ein Verbot vielleicht sogar. Aber dann ist, hier muss ja ein H hin. Feinfadiges Gewebe. Kord. Greifbar. Also hier machen wir erstmal Erbe. Dann haben wir eine Vorschrift, ist ein B, 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 B. Irgendwas mit B. Reingewicht netto? Keine Ahnung. Könnte. Teeren wäre das nämlich. Teeren mit E. Okay, dann ist das B. Ja. Irgendwas mit BE. Feinfadiges Gewebe. Och Mann. Wenn das wirklich Nettogewicht ist, dann ist. Feinfadiges Gewebe mit T. Greifbar. Real. Real ist es. Okay, dann haben wir hier also Ta. Was haben wir denn hier? Bedeutung könnte Wert sein? Ankerplatz. Steg. Okay. Aber dann.
Nee, das kann doch nicht hinhauen. Herausgeber könnte der Editor sein. Dann ist das eine Ikone. Disney-Bärenkind. Ah. Oh Gott. Also mir würde jetzt nur eine ukrainische Stadt einfallen, die mir einfällt. Und das könnte sogar sein, dann ist das hier ja sowieso, das hatten wir ja schon, dass das ein E ist. Dann ist das hier ein O. Der Editor stimmt. So, dann haben wir Ikone und außerdem wissen wir ja dann eigentlich auch schon Koda? Sagt mir gar nichts. Aber ich habe auch Bärenbrüder zum Beispiel gar nicht gesehen, also vielleicht hat es damit zu tun. Ramsch. Okay, innen. Innen. Indes, nee. Mal überlegen. Computerzubehör. Ist eine Maus, eine Tastatur, ist Headset, ist sonst irgendwas. Sich offenbaren, zeigen, aber ist es nicht. Ablehnung, könnte wieder Ekel sein. Oder Nein, oder Elend ist Not, das weiß ich. Spitze Pflanzenteile sind Dornen. Okay, dann haben wir hier ein N in R5. Außerdem ist das hier ein Duo. Die 4 ist also ein U. U und N, dann haben wir hier. Okay, hier irgendwas mit Eun. Eun. Was haben wir hier? Broschüre, weiß ich immer noch nicht. Naturwissenschaft. Chemie. Ja, Chemie würde passen zumindest. Und würde auch hier dazu passen, dass hier SCH reinkommt. Eine Broschüre ist dann ein Heft. Ja, Freu zum Beispiel. Würde ich jetzt einfach mal irgendwas mit Freu. Freunde. Ich würde mal sagen, liebe Freunde, ich habe das so Lösungswort gefunden. Freuste, ja. Da freust du dich. So, Freunde. Dann gucken wir mal, was haben wir hier noch? Hier kommt ein T hin, hier kommt ein T hin. Und das war der Wert. Und der ist richtig. Das Erbe ist richtig. Das Reingewicht ist dann wahrscheinlich wirklich netto. Ja. Dann ist der Ankerplatz auch ja definitiv was anderes. Greifbar war real. Ja. Dann haben wir die Hanse hier. So, Englisch Potpourri weiß ich noch nicht. Zeitalter ist auf jeden Fall was mit dem hier. Aeon oder Ära? Ich glaube, ich mache erstmal die Ikone und dann wissen wir es ja schon. Dann ist es wieder Aeon. Ach Mann. Ankerplatz. Ja. Weiß ich noch nicht. Ah, die gälische Sprache ist dann irisch. Das war's gewesen. Inners? Nee. Denkapparat war mein Hirn. Meint man. Dann haben wir hier das Heft. Jo. Behörde ist das Amt. Nee. Ausnahmsweise mal nicht. Vergangenheit von Singen. Was? GMT? Welche Behörde ist das denn? Okay. Wenn's sein muss, Segelstange ist Rahe. Ja. Da haben wir hier wirklich Chemie. Ich bin mir nicht sicher. Also, was ist denn GMT? GMT-Behörde. Machen wir mal.
Okay. Ah, die Gesellschaft für maritime Technik. Das ist aber doch keine Behörde, ist doch. Das ist doch eine Gesellschaft. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die haben einfach Amt verhauen bei dem. So, Tinef. Teren. Intes? Intas? Intus. Natürlich, Intus. Innen, Intus. Kfz Emden. Computerzubehör, weiß ich noch nicht. Augenblick ist, ja. Ups. Ablehnung. Haha, machen wir erstmal die Dornen. So, dann haben wir hier das Duo. Dann haben wir. Maden. Maden ist eindeutig Computerzubehör. So, machen wir erstmal, tragen wir die Tram ein. Ich sage, das ist die Ablehnung, ja. Augenblick ist der Moment. Na, Moment mal. Aufgeld ist ein Agio. Härte. Ach, das Modem. Die meinen das Modem. Outen ist offenbar. Ah ja, klar, natürlich. Das hatten wir ja schon mal. Härte ist die Strenge. Die Senke ist ein Tal. Eine Fußballmannschaft ist eine Elf. Natürlich. So, da haben wir hier die Esse, wie gesagt. Odessa. Einzige ukrainische Stadt, die mir so aus dem FF einfallen würde. Ra. Phantom der Oder. So, damit sind wir das da schon mal weiter. Ist ein Ankerplatz ein Holm? Ich habe keine Ahnung. Nö, ist es nicht. Ein C passt da auch nicht. Also ist das. Vorschrift. Machen wir erstmal hier eine Tart? Nee. Tant. Tappt. Tat. Tät. Taut. Taft. Drei Wettertaft oder was? Ach so, dann ist das hier der Befehl. Jetzt kommen wir auch. Das Potpourri ist dann das Medley. Das meinen die damit. Okay. So, Sohle ist es nicht. Mole. Mole? Ich habe das jetzt zufällig eingegeben. Also ich habe das eingegeben und nicht dran gedacht, dass das richtig sein könnte. Aber anscheinend sind wir jetzt fertig mit dem Rätsel. Ist doch gut gelaufen. Freut mich sehr. Freut mich wirklich sehr. Ja, und damit darf ich dann mal wieder sagen, wir haben es durchgehalten. Wieder mal so weniger als 20 Minuten für beide Rätsel. Ist doch super gelaufen. Und damit wünsche ich euch ein wunderschönes Ende der 91. Rätselrunde. Inoffiziell ja sogar die 92. Aber das ist nur, weil ich die Nullte doppelt gedreht habe. Die erste doppelt. Ist ja auch egal. Ja, jedenfalls. Damit sage ich mal, es war wieder schön. Ihr wart mal wieder genau wie immer und das war gut. Und ja, deshalb sage ich nur noch eins. Tschüss, bis zum nächsten Mal.